In diesem Abschnitt geht es um den Inhalt. Wie müssen Sie den Text beantworten, um eine inhaltlich gute Lösung zu haben? Wie sieht die richtige Antwort aus? Zunächst einmal sollte der Text kohärent sein. Es sollte also einen Zusammenhang geben im Text und es sollte auch keine Widersprüche geben im Text. Die Empfehlung lautet, sich Zeit zu nehmen für eine Überarbeitung, in der Sie folgende Probleme aufspüren. Das erste Problem: In der Einleitung kündigen Sie etwas an, was im Text aber nicht folgt. Dann passen Einleitung und Inhalt nicht zusammen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein Student schreibt in seiner Einleitung: Schließlich wird eine Umfrage zum Einfluss von Online-Bewertungen auf die Kaufentscheidung vorgestellt und das Ergebnis wird bei der Empfehlung berücksichtigt. Bei der Empfehlung, die später im Text genannt wird, wird die Umfrage aber nicht berücksichtigt. Was vorher angekündigt wird, sollte im Text aber auch erfolgen. Das zweite Problem: Der Text enthält Widersprüche. Eine Studentin schreibt beispielsweise am Anfang: Wenn man einkauft, macht man sich immer viele Gedanken. Weiter unten schreibt sie: Viele Einkäufe beruhen auf dem Impulsverhalten. Das passt nicht zusammen, denn beim Impulsverhalten entscheidet man spontan und denkt nicht ausführlich über die Vorteile und Nachteile nach. Zu solchen Widersprüchen kommt es, weil einem beim Schreiben neue und bessere Argumente einfallen. Überprüfen Sie daher Ihren Text und überarbeiten Sie ihn so, dass unbeabsichtigte Widersprüche vermieden werden. Das dritte Problem: Es gibt keine Verbindung zwischen Theorie und Praxis. In vielen wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungsaufgaben sollen Sie eine Verbindung herstellen zwischen fachwissenschaftlichen Konzepten und einem Praxisbeispiel. In unserer Aufgabe zu den Kaufentscheidungen sollen Sie also die Typen der Kaufentscheidungen auf das Praxisbeispiel beziehen und für eine Marketingkonzeption nutzen. Dazu müssen Sie eine Verbindung herstellen zwischen den Informationen aus dem Theorieteil und diese für die Argumentation im Praxisteil nutzen. Ein Beispiel: Wenn Sie schreiben, dass das sozial abhängige Verhalten beim Kauf von Kleidung eine Rolle spielt, sollten Sie diesen Aspekt bei der Marketingkonzeption für die Boutique auch berücksichtigen. Ein viertes Problem ist, dass Fachbegriffe uneinheitlich verwendet werden. Verwenden Sie die Fachbegriffe durchgehend in Ihrem Text. Sie brauchen also nicht, wie in der Zeitung, zu wechseln zwischen den Begriffen und abwechslungsreich zu formulieren, sondern Sie sollen durchgehend von Kaufentscheidungen sprechen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt zu den Definitionen. Welche Antwort ist richtig? Gibt es eine richtige Antwort? Bei der Aufgabe zu den Kaufentscheidungen müssen Sie unterschiedliche Informationen berücksichtigen. Einerseits sind Online-Empfehlungen wichtig für viele Kaufentscheidungen. Andererseits sind sie beim Kauf von Kleidung vergleichsweise unwichtig. Das sollten Sie differenziert darstellen und überlegen, welche Schlüsse Sie daraus ziehen können. Sie könnten zu dem Schluss kommen, dass Online-Empfehlungen für die Kaufentscheidungen in einer Boutique auch relevant sind
obwohl sie bei den Kaufentscheidungen für andere Produkte eine noch größere Rolle spielen. Sie könnten auch zu dem Schluss kommen, dass Online-Empfehlungen für eine Boutique nicht besonders relevant sind und darauf verweisen, dass Online-Empfehlungen bei der Kaufentscheidungen für andere Produkte wesentlich relevanter sind. Die Offenheit der Aufgabe ist typisch für die Wirtschaftswissenschaften. Häufig ist die Datenlage unklar. Man trifft eine Entscheidung unter Unsicherheit. Nehmen Sie sich also Zeit für Ihre Entscheidung und überprüfen Sie, ob sie zu den Informationen passt.